Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Jurek von Way of Art und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen kleinen Quicktip. Ja, heute werden wir mal die Techniken von Photoshop ein bisschen außen bei lassen und konzentrieren uns auf einen weiteren wichtigen Aspekt, um ein cooles Bild zu machen. Genauso wichtig wie Photoshop-Skills sind Sachen wie Bildgestaltung, Bildkomposition. Und leider sehe ich da immer wieder eigentlich coole Bilder mit coolen Motiven, coolen Geschichten, aber irgendwie fehlt da was. Der Blick wird nicht richtig geführt, es herrscht irgendwie Unordnung, man weiß nicht so recht, wo man hinschauen soll. Und ja, da zeige ich euch heute mal ein Mittel, wie ihr das ein bisschen strukturieren könnt. Ich rede vom Dreieck. Das Dreieck, also diese geometrische Form, die wird schon seit geraumer Zeit in der Kunstgeschichte angewendet, genau um solche Dinge, wie ich erwähnt habe, zu erschaffen, also den Blick zu lenken, Stabilität zu schaffen. Es wird auch in der religiösen Kunst oftmals den Blick zum Heiligen gelenkt, oder das steht dann auch ein bisschen im Einklang mit der Göttlichkeit, aber das werde ich euch alles jetzt an ein paar Beispielen zeigen. Ja, ich denke, der eine oder andere von euch kennt dieses Prinzip sicher schon, aber ich glaube auch viele sind sich da gar nicht bewusst, wie mit einfachen Mitteln man da eigentlich relativ viel erreichen kann. Ja, ich würde sagen, wir legen gleich los mit ein paar Beispielen. Das erste Bild hier sollte eigentlich jedem bekannt sein. Das ist von Leonardo da Vinci, die Mona Lisa. Ein sehr berühmtes Gemälde. Und auch hier wird ganz, ganz klassisch das Dreieck eingesetzt. Ich blende euch das mal ein. Ihr seht hier die Mona Lisa vom Kopf über die Schultern, über die Hände, ja, hier dürfte es noch ein bisschen gerader sein, und da wieder hinauf zum Kopf. Ja, das bringt hier extrem Stabilität ins Bild, hier mit der breiten Basis, und es lenkt den Betrachter ganz klar nach oben auf ihr Gesicht. Hier ist es schon fast ein gleichseitiges Dreieck, es gibt ein paar verschiedene Formen von Dreieck, einmal dieses hier, das gleichseitige, wo da zwei Schenkel eigentlich gleich lang sind, dann das gleichschenklige Dreieck, nee, jetzt verwechsel ich das, das ist das gleichschenklige Dreieck und es gibt das gleichseitige Dreieck. Und das gleichseitige Dreieck sind alle drei Seiten gleich lang, wie der Name schon sagt, ist ja eigentlich logisch. Ne? Und natürlich gibt es dann noch ein Dreieck, wo dann alle Seiten unterschiedlich lang sind, auch das findet man ab und an, ja. Aber hier ganz klassisch eingesetzt in der Dreieckskomposition bei der Mona Lisa. Dann ein weiteres Gemälde vom Leonardo da Vinci, die Leda mit dem Schwan. Auch hier ein bisschen subtiler eingesetzt, aber auch wenn ich euch das zeige, wird das ganz klar sein. Hier einmal dieses Dreieck ist eigentlich auch schon wieder dieses gleichschenklige Dreieck. Auch hier könnte es ein bisschen gerader sein noch. Hier wird auch wieder der Betrachter ganz klar zum Kopf hier gelenkt. Man sieht, den einen Schenkel wird unterstützt, erstmal durch die Körperhaltung von ihr, durch die Haltung des Schwanes, der Flügel, der eigentlich alles in diese Richtung hinauf zeigt. Auf der anderen Seite die Verbindung zwischen Fuß, Kopf und dem Kind, auch hier gibt es ganz klar wieder diese Richtung vor. In diesem Bild gibt es aber noch ein zweites Dreieck. Und zwar wird das auch oft eingesetzt, solche kleinen Unterdreiecke. Auch hier an sich, nur schon die beiden Kinder, könnten schon wieder ein Bild für sich sein. Auch hier stimmt eigentlich wieder perfekt die Verbindung von den beiden Füßen, die Körperhaltung dieses Kleinen hier und dann der Kopf-zu-Kopf-zu-Fuß-Verbindung. Und man sieht auch hier, es wird einfach ausgewogen, es hat eine Stabilität und der Blick wird ganz klar natürlich auch hier unterstützt durch die Interaktion von den Figuren, auch vom Schwan, aber es wird alles hier oben zu ihr, auf ihr Gesicht gelenkt. Ein weiteres berühmtes Gemälde ist von Hans Hemling, das jüngste Gericht. Das geht jetzt mehr in die religiöse Kunst hinein. Man sieht hier Jesus, dann das Fegefeuer, die ganzen Sündiger hier unten, das Himmelstor. Ja, auch hier wird es eigentlich sehr, sehr, sehr klassisch eingesetzt.
Hier haben wir jetzt mal ein gleichschenkliges Dreieck, also alle drei Seiten sind gleich lang. Das ist in der Kunstgeschichte, wird das, wie ich schon angetönt habe, auch ein bisschen mit der Heiligkeit, der Dreifaltigkeit eigentlich verbunden. Wird sehr gern eingesetzt bei solchen Gemälden. Und auch hier sieht man ganz klar eigentlich die Schenkel, wie alles hier hinauf zu Jesus läuft. Also hier diese Körperhaltung dieser Sündiger, auch dieser hier, der so quer steht, hinauf über diesen Ring zum Kopf, auf der anderen Seite auch, unterstützt durch diese Perspektive dieser Stufen hinauf über den Ring wieder zum Kopf. In diesem Bild gibt es noch mehrere Dreiecke, auch hier wieder, nur schon wie dieses Archipel. Archipel heißt es, glaube ich, ja, dieser Spitz hier im Gebäude, dann hinunter auch hier wieder der Engel, der diese Diagonale bildet. Ich blende das kurz nochmals aus. Auch hier diese ganzen Figuren hilft alles dazu, trägt dazu bei, dass dieses Dreieck hier gebildet wird. Auf der anderen Seite dasselbe hier. Der Blick wird hier zum Engel gerichtet mit dieser Diagonalen hier, dann diese Diagonale. Und so erhalten wir auch hier wieder ein Dreieck. Man sieht, das wird wirklich sehr klassisch auch hier wieder angewendet. Ja, aber es wird nicht nur in der alten Kunst, also in der Kunstgeschichte, findet dieses Dreieck Einsatz, sondern auch zeitgemäße Künstler verwenden diese Komposition sehr gern. Hier mal ein Beispiel von Louis Royot. Auf den ersten Blick nicht ganz deutlich, aber auch hier hat es wieder mehrere Dreiecke. Ganz klar, das Hauptdreieck, ihr könnt es euch sicher schon denken, läuft hier über den Rücken dieser Dame hinauf zum Kopf des Affen. Auf der anderen Seite wird das eigentlich unterstützt durch die Armhaltung und auch durch diese Linie hier, durch den Arm dieser jungen Dame. Man sieht das ganz klar, dieses eine ganz klassische Dreieckskomposition. Aber auch hier gibt es wieder Unterdreiecke und das ist eigentlich ganz interessant, denke ich, auch in der Fotografie. Man sieht einmal hier, dieses Mädchen an sich bildet ein Dreieck und auch dieses Mädchen hier bildet wieder ein Dreieck. Und wenn ihr euch mal achtet, gute Aktaufnahmen, klassische Aktaufnahmen, gibt es sehr viel, die vom Posing her wirklich in so eine Dreieckskomposition reinläuft. Also auch wenn ihr vielleicht mal ein Model habt, das Model Posing-Anweisung geben müsst, achtet mal ein bisschen auf diese Linien, dass sie entstehen. Das macht nachher im fertigen Bild echt sehr viel aus. Ja, auch ich wende diese Geschichte manchmal an. Hier ein bisschen ein älteres Bild von mir, ganz klassisch, vom Fuß über den Po zum Kopf, lenkt den Betrachter ganz klar hier die Beine entlang, hier zum Kopf. Man sieht ein perfektes Dreieck. Dann ein weiteres Bild, hier auch wieder ganz klassisch, einmal Kettensäge zum Fuß, Bein hinauf, zum Model, zum Kopf. Und hier Schulter, Bein wieder zurück. Man sieht, perfektes Dreieck. Hier ist beim Photoshoppen dann nochmals ein Dreieck entstanden. Das ist aber ein bisschen mehr Zufall. Aber es unterstützt natürlich die Bildwirkung auch. Also manchmal gibt es solche Zufälle. Man bastelt etwas und es wirkt irgendwie cool. Und wenn man das ein bisschen analysiert, dann stimmt das auf einmal. Auch hier entsteht wieder das Dreieck. Natürlich nicht ganz komplett, was hier aus dem Bild läuft. Aber es unterstützt das Ganze und lenkt den Blick durch beide Dreiecke, die hier entstehen, wieder ganz klar auf den Kopf des Models. Dann ein weiteres Bild, das kennt ihr sicher auch, mein Arachnophobic Spider-Man. Auch hier ganz, ganz klassisch. Kühlschrank, Spinnweben, hinauf, über die Schulter Spider-Man, hier zum Stuhl, auf der anderen Seite wieder hinunter, Knie und hier auch wieder über die Spinnweben zurück. Ist klar, ne? Da habe ich mir natürlich auch ein bisschen was gedacht, hier hatte ich dieses Dreieck wirklich im Kopf und habe deshalb auch die Spinnweben ein bisschen so gemacht, dass das hier wirklich in ein spitzes Dreieck reinläuft. Ja, hier ganz klassisch, hier muss ich glaube ich nicht groß was erklären. Was ich hier gemacht habe beim Originalbild, war der Umhang, der hing hier eigentlich auf beiden Seiten gerade runter. Den habe ich dann im Photoshop extra etwas erweitert, auch wieder um dieses
Dreieck hier zu erreichen. Dann ein weiteres Bild, auch hier mit unserem Batman. Hier ist es ein bisschen subtiler angelegt. Hier gibt es eigentlich auch wieder zwei Dreiecke. Einmal hier von der Richtung der Rosen und hier vom Grabstein, dieses Eck, das ich hier eingefügt habe, hinauf hier zum Fokuspunkt der Hand. Und das ist eigentlich fast die wichtigste Bildaussage hier in diesem Bild. Diese Verbindung von Batman zu seinen toten Eltern. Einfach dieses Gefühl, das erweckt werden soll. Und der Blick, der wandert wirklich auf diese Hand. Das zweite Dreieck ist hier auch wieder über den Grabstein auf die Kopfhaltung hier zurück. Eigentlich könnte man noch ein bisschen weiter raus mit dem Dreieck. Aber hier wird der Blick als zweites neben der Hand halt auf den Kopf von ihm gelenkt. Ja, ihr seht, es ist doch ziemlich extrem, was man da erreichen kann, wenn man sich einfach schon im Vorfeld ein bisschen Gedanken macht, wie möchte ich mein Bild später, dass es wirkt, wie möchte ich da ein bisschen Struktur reinbringen. Und ich denke, mit dem Dreieck, da habt ihr ein Gestaltungsmittel, ein Stilmittel, das euch sehr entgegenkommt. Und eigentlich auch, wenn man ein bisschen mit schon darauf achtet und das im Hinterkopf behält, dass es das gibt, dass es diese Möglichkeit gibt, dann erreicht man dadurch ziemlich einfache Mittel schon mal eine gewisse Struktur, eine Basis, eine Standhaftigkeit des Bildes. Man kann den Blick sehr gut lenken, auch ohne Vignette, ohne Kontraste, Farbsättigung und so weiter, was sonst auch sehr oft genutzt wird, nur schon durch diese Komposition. Auch hier übrigens wäre der Batman alleine schon fast wieder ein Dreieck. Ja, da erreicht man schon sehr viel. Ja, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie ein bisschen umsetzen. Schaut doch mal eure Bilder an, ob ihr das auch schon irgendwo benutzt habt. Vielleicht auch unterbewusst. Weil oftmals ist es wirklich so, es passt einfach, es stimmt, es wirkt stimmig. Und wenn man das analysiert, dann sieht man dann auch solche kleinen Gestaltungen, dass das daraus entstehen. Auch diese Dreiecke, die, denke ich, werdet ihr oftmals in euren Bildern finden. Ansonsten haltet das im Hinterkopf bei eurem nächsten Shooting, bei eurer nächsten Gestaltung, und ich bin mir sicher, wenn ihr das ein bisschen verinnerlicht, kommt ihr zu sehr guten Resultaten. Ja, ich hoffe, euch hat das was gebracht, dieser kleine Quick-Tipp, und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder.